Einen wunderschönen Tag miteinander. Ich habe meinen letzten Arbeitstag dieser Sommersaison hinter mich gebracht und das heißt, wir können uns wieder angenehmeren Sachen widmen. Es geht wieder auf Reise. So, das da drüben an der Tür ist im Übrigen nicht mein Hund, der hat mal meinem Onkel gehört. So, nun aber zum Punkt dieses heutigen Videos und damit es nicht ganz so langweilig ist, habe ich mir gedacht, ich mache es ein bisschen interessant mit diesen drei magischen Umschlägen hier. In jedem dieser Umschläge befindet sich eine Währung, die ich auf meiner nächsten Reise benötigen werde. Meine nächste Reise wird nicht ganz so lang wie die letzte, das waren ja 10 Monate in Italien. Diesmal werden es nur 6 Monate, ein halbes Jahr also. Und zwar geht es nach... Kann ich ja schon mal lesen? Ja. Neuseeland. Ja, neuseeländische Dollar habe ich hier. Ein halbes Jahr ungefähr, ich glaube mehr 5,5 Monate lang, möchte ich dieses Mal durch Neuseeland reisen. Beginnen wird mein Trip im Norden, in Auckland. Dort wird mein Flieger landen. Dort werde ich die, ja, ich schätze, meine ersten 2 bis 3 Wochen verbringen. Und wie genau es danach weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich denke, ich werde mich erstmal hauptsächlich auf der Nordinsel aufhalten und wenn es dann hinunter auf die Südinsel geht, mir vielleicht einen Campervan mieten oder irgendwie sowas in der Richtung. Zu genauen Plan habe ich allerdings noch nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das alles wieder alleine mache oder ob ich vielleicht teilweise auf der Reise Begleitung habe. Denn ja, gerade in Neuseeland sind natürlich sehr viele auch Backpacker und dergleichen unterwegs. Mal schauen, was sich dort alles ergibt. Aber ohnehin nicht von Deutschland aus direkt nach Neuseeland fliegen kann. Das ist aktuell, glaube ich, für jedes Linienflugzeug, was es so gibt, zu weit. Muss ich ohnehin einen Zwischenstopp machen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich dann immer nur ein paar Stunden lang an dem Flughafen rumgammel, kann ich die Gelegenheit auch eigentlich nutzen, auch unterwegs ein paar Orte anzusehen. Und deswegen habe ich hier Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate. Jo, die Emirate kennt man, denke ich, in erster Linie wegen 2 Städten, einmal Dubai und einmal Abu Dhabi. Den Großteil meiner Zeit werde ich in Dubai und ja, der direkten Umgebung zubringen. Ich habe schon einige coole Sachen geplant, beziehungsweise auch schon im Voraus gebucht. Es ist eine Wüstensafari dabei und auch ein Tagesausflug nach Abu Dhabi. Also auch Abu Dhabi wird nicht komplett ignoriert, wenn auch nur ein Tag dort stattfindet. Ein paar andere Sachen habe ich auch noch vor. Mal schauen, was davon alles klappt. Insgesamt werde ich mich dort 10 Tage aufhalten. Bevor es dann eben nach Neuseeland weitergeht. Auf
dem Rückweg, es ist jetzt natürlich noch über ein halbes Jahr hin, bis es soweit ist, aber ich habe mir auch hierfür schon mal ein bisschen Währung organisiert. Geht es nach... Singapur. Ja, Singapur, ein Stadtstaat am Rande Malaysiens, mit ja, mehr oder weniger einer Mischung aus europäischer und asiatischer Kultur. Ist ein Ort, der mich persönlich sehr reizt, wo ich schon länger überlegt habe, ob ich dort mal ein paar Tage verbringen möchte. Und jetzt, wo es natürlich auf dem Weg liegt, habe ich mich dazu entschieden, dass ich auch dort, ich glaube, rund 2 Wochen verbringen werde auf dem Rückflug von Neuseeland. Und ich bin schon mega gespannt, wie das dann dort alles abläuft, was es dort alles gibt. Es gibt ja, glaube ich, das weltgrößte Biotop mit was weiß ich wie vielen Pflanzen und Tierarten. Natürlich die riesigen Hotels mit dem Infinity Pool und was weiß ich noch alles. Ich bin mega gespannt, freue mich schon riesig drauf. So, naja, das war's schon in Kürze mit, ja, ich sag mal, dem Programm auf diesem Kanal fürs nächste halbe Jahr. Und los geht es morgen. Ja, morgen Montag. Ich denke, ich schaff's heute noch, dieses Video hier online zu bringen. Heute also Sonntag. Das Video jetzt also ein bisschen verspätet, denn es ist jetzt schon nach 15 Uhr. Es wird wahrscheinlich irgendwann heute, ja, so gegen 20 Uhr oder was schätze ich mal, online kommen. Und morgen geht's bereits los. Ab wann die ersten Videos online kommen, ist gerade natürlich noch ein bisschen schwer zu sagen. Das wird abhängig davon sein, wie das Internet sich so gestaltet, wie ich so drauf bin nach dem Flug. Ich habe da so ein Talent dazu, nach Flügen erstmal 2 Tage krank zu sein. Deswegen, keine Ahnung, ich schätze jetzt aber einfach mal, dass es am Donnerstag so das erste Material zu sehen gibt von Dubai. Ansonsten wird es einfach ein weiteres Italien-Video geben. Von denen sind jetzt nicht mehr zu viele übrig. Da sind jetzt vielleicht noch 6 oder 7 oder so in der Richtung. Die werde ich einfach in Zukunft, schätze ich mal, so als Lückenfüller benutzen. Denn gerade auch in der Anfangszeit auf Neuseeland wird es, denke ich, immer wieder, ja, einfach ein paar Tage geben, an denen ich filmtechnisch wenig unternehme, weil ich mir dort dann natürlich auch erstmal wahrscheinlich einen Job suchen muss und vielleicht auch eine Unterkunft und lauter solche Sachen, auch so noch ein paar andere Sachen zu tun habe natürlich, wo ich nicht immer den ganzen Tag die Kamera mit mir herumschleppen kann und auch nicht möchte. Jo, damit wäre das jetzt gesagt, also ein halbes Jahr Trip nach Neuseeland mit Besuchen in Dubai und Singapur. Wenn euch das interessiert und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte tut das gerne. Für diejenigen, die schon abonniert sind, freut mich sehr, bleibt dabei. Es wird, denke ich, einige sehr, sehr coole Videos geben. Ich freue mich schon mega auf Dubai und die Sachen, die ich mir dort bereits geplant habe. Seid also schon mal gespannt und bis zum nächsten Video. Ciao.